Die Methode Gruppenpuzzle hilft immer dann, wenn sich ein Thema gut aufteilen lässt, wie ein Puzzle, das sich aus mehreren Stücken zusammensetzt. Die Lernenden arbeiten in dieser Methode abwechselnd in Stammgruppen, dann in sogenannten Expertengruppen und abschließend wieder in ihren Stammgruppen. In Stammgruppen wird das ganze Puzzle angeschaut, also das komplette Thema. In den Expertengruppen geht es vertieft um einen Baustein, also ein Unterthema. In der Vorbereitung wird das Gesamtthema in mehrere Bausteine unterteilt, zum Beispiel als verschiedene Aspekte oder Unterthemen. Zum Start in Schritt 1 kommen die Lernenden in ihren Stammgruppen zusammen. Sie teilen untereinander auf, wer welchen Baustein bearbeiten wird, wer also für die Erarbeitung von welchem Unterthema zuständig ist. In Schritt 2 verteilen sich die Lernenden in die sogenannten Expertengruppen. Hier gibt es so viele Gruppen, wie es Bausteine gibt. Zum Beispiel, ein Thema hat 4 Unterthemen als Bausteine. Es gibt also 4 Expertengruppen. In jeder Expertengruppe wird ein konkreter Baustein erarbeitet. In den Gruppen wird also je zu einem Unterthema gelesen, diskutiert, geklärt und so weiter. Das Ziel besteht darin, das erworbene Wissen gut weitertragen zu können. Danach geht es für Schritt 3 wieder zurück in die Stammgruppen. Die Mitglieder der Gruppen sind für je einen Baustein zu Expertinnen und Experten geworden. Sie teilen nun ihr Expertenwissen mit der Stammgruppe, sodass ein Überblick zu jedem Unterthema gegeben wird. Auf diese Weise setzt sich aus den einzelnen Puzzlebausteinen für alle das Gesamtbild des Themas zusammen.